Hallo und herzlich willkommen zu Folge 96. Wir sind momentan bei Bogir und Justin in der Schmiede. Bei Bogir können wir ein relativ interessantes Amulett erwerben für zwei magische Erzbrocken. So viel haben wir leider nicht, wir haben nur zwei zurzeit. Verdammt, was ist Interessante los? Rüstung, Justin. Hübsche Rüstung, die du da trägst. Die ist noch aus meiner Zeit bei der Stadtmiliz. Dachte nicht, dass ich sie noch einmal brauchen würde. Aber jetzt mit den Orks vor der Tür ist sie mir lieber als mein Schmiedehemd. Ja, verstehe. Du warst also mal bei der Miliz? Das ist richtig. War eine entspannte Zeit damals. Naja, bis der Krieg dann begonnen hat. Da bin ich lieber Raymond gefolgt, als diesem Taugenichts von König noch weiter zu Diensten zu sein. Ups, was übersprungen leider. Zumindest habe ich meine Rüstung von damals noch. Die bietet doch etwas mehr Schutz als mein dreckiges Schmiedehemd. Aber was macht Schmieden? Also nichts Wichtigeres zu tun, als in dieser Situation mir so dumme Fragen zu stellen? Ist ja schon gut. Dass alle hier so gereizt sind, verstehe ich gar nicht. Die paar Orks. Hör mal, ich brauche bessere Ausrüstung. Wer braucht das denn nicht? Wenn die Orks erst einmal eingedrungen sind, will doch jeder hier das beste Schwert von allen in den Händen halten, oder? Was unterscheidet dich da von den anderen? Ich habe euch vor Raymonds Plänen gerettet. Ach ja, ob die jetzt schlimmer gewesen wären als die ganzen Biester da draußen, wage ich zu bezweifeln. Was kann ich denn dafür? Keine Ahnung, aber der Zeitpunkt dafür ist verdächtig. Findest du das nicht auch, oder so? Ich kann gut zahlen. Das ist mir in dieser Situation sowas von egal. Was soll ich denn mit den ganzen Goldbrocken anfangen, wenn ich jeden Moment eine rostige Ork-Axt in den Schädel kriegen könnte? Ich bin mittlerweile stärker als jeder andere hier im Lager. Glaubst du das wirklich? Vielleicht bist du auch einfach nur überheblich und arrogant, schon mal daran gedacht. Aber weißt du was, ganz egal, was deine Gründe sein mögen, ich kann dir sowieso nicht helfen. Hast du keine Ausrüstung mehr? Naja, Rüstung habe ich keine mehr, die sind alle verteilt. Und für Waffen gehst du sowieso besser zu Olaf, Skinny oder Patty. Wenn ich doch noch etwas von diesem magischen Erz hätte. Magisches Erz? Dieses Erz, das Hector kurz vor der Belagerung durch die Orks angeschleppt hat. Damit konnten Bogia und ich die Rüstung eines Dorfkriegers um einiges verbessern. Aber für mehr hat mein Anteil leider nicht gereicht. Dabei sind die Möglichkeiten, die dieses Erz bietet, fast unbegrenzt, das weiß ich jetzt. Problem ist nur, dass die sowieso schon knapp Erzvorräte jetzt über das ganze Lager verstreut sind. Ein Trauerspiel, da hätte ich die Chance, die Waffe meines Lebens zu schmieden, und das scheitert am Geiz der Leute. Wer hat denn jetzt dieses magische Erz? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hector hat mir fünf Brocken überlassen. Drei sind dabei schon für die Rüstung des Dorfkriegers draufgegangen. Den Rest wollte er nicht hergeben, so ein Dickkopf. Er kann doch gerade eh nichts damit anfangen. Könntest du meine Ausrüstung verbessern, wenn ich dir genug Erz bringe? Könnte ich, ja. Aber hast du mir nicht zugehört? Hector hat das Herz. Das schaffe ich schon irgendwie. Na, da bin ich mal gespannt. Also wenn du es wirklich schaffst, dann würde ich es mich in den Fingern jucken, ein Schwert daraus zu schmieden, das jedes andere übertrifft. Natürlich könnte ich damit auch eine deiner Rüstungen verbessern, aber ein Schwert aus diesem Erz zu fertigen wäre ein Lebenstraum von mir. Wie viel Erz bräuchtest du denn dafür? Das kommt ganz darauf an, was du haben willst. Für einen Einhänder brauche ich wahrscheinlich 4 bis 6 Erzbrocken. Für einen Zweihänder benötigst du natürlich mehr, vielleicht 5 bis 7 Brocken. Und wenn ich eine deiner Rüstungen verbessern soll, dann müssten 3 Erzbrocken dafür reichen. Kommt aber auf die Rüstung an, die du anschleppst. Welche Rüstung sollte ich denn am besten anschleppen? Es eignen sich längst nicht alle Rüstungen, um sie mit diesem Erz zu verstärken, weißt du? Mit Piratenkleidung, einer Söldnerkluft oder einer dieser Fellrüstungen der Banditen brauchst du gar nicht erst ankommen. Die Rüstung dieser eingeborenen Krieger hat sich zum Beispiel gut dafür geeignet. Du kannst ja mal schauen, ob Bogia noch eine davon hat. Dann wären auch die Rüstungen, die Rays Gardisten getragen haben. Wenn du an so eine herankommst, dann kann ich da sicher auch noch was draus machen.
Und diese uralte Rüstung, die du da hast. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich auch gut dafür eignet. Auf alle Fälle kann sie eine Politur vertragen. Zuletzt wäre da noch diese rötliche Rüstung, die du da bei dir hast. Die sieht mir ja fast nach Drachenschuppen aus. Rick kam letztens mal mit eben solchen zu mir und ließ sich eine Rüstung daraus fertigen. Mit ein wenig magischem Erz wirst du in so einem Ding fast unbesiegbar. Dafür brauche ich aber mindestens 5 Erzbrocken. Okay, also Warte Justin mal. kann uns jetzt daraus einiges zusammenklabustern. Ist sogar eine Quest tatsächlich. Schmiedemagie. Für 4 Erzbrocken kriegen wir einen guten Bogen. Das mit den Erzpfeilen und Bolzen ist mir erstmal egal. Das mit dem Runenstein mussten wir leider schon einbüßen. Also aus 6 kriege ich einen Einhänder und 3 bis 5 eine Rüstung. Nur haben wir keine Drachenschuppenrüstung. Wir haben die Rüstung des untoten Helden. Die können wir verbessern. Ach ne, er meinte wahrscheinlich die hier. Die Rüstung des alten Volkes. Ist aber gar nicht so gut, leider. Gut, ich meine, die hier ist aus Drachenschuppen. Vielleicht hat er ja wirklich die gemeint. Die Gardistenrüstung können wir verbessern. Und eine Söldnerrüstung. Jetzt müssen wir damit aber nochmal zu Bogier. Hey, du. Der kann uns aber gar nichts darüber sagen, irgendwie. Hey. Also von dem kriegen wir wohl keine Templerrüstung. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Und genug Erzbrocken haben wir auch nicht. Das heißt, ich weiß nicht, ich würde gerne wissen, was passiert. Vielleicht macht er aus einer Gardistenrüstung eine Erzbaronrüstung oder zumindest eine schwere Gardistenrüstung. Da müsste ich halt erst mir die ganzen Warte mal. Rüstungen dann mal genauer anschauen bei den Werten. Also wenn wir aus der leichten Drachenjägerrüstung eine schwere machen, wäre schon richtig bombastisch. Hat er ja auch gesagt, damit ist man dann fast unbesiegbar. Aus einer Gardistenrüstung kann man mehr machen. Aus einer Templerrüstung kann man mehr machen, die haben wir nur leider nicht dabei. Und aus der Rüstung des alten Volkes, höchst vermutlich. Und dahin ist Mike. Mal versteckst du dich hier etwa? Du kennst mich doch, Arbeit ist nichts für mich. Nicht mal unter diesen Umständen, Mann. Lass mich überlegen. Hä? Nee. Jekyll vermisst dich beim Training. Das ist aber nett von ihm, dass er mich sogar vermisst. Aber weißt du was? Interessiert mich nicht die Bohne. Was muss ich tun, damit du trainieren gehst? Ist dir das wirklich so wichtig, dass du dafür deinen Buckel krumm machst? Na gut, ich mach dir einen Vorschlag. Du erzählst Jekyll, dass ich auf der Flucht ins Lager von einem Ork verletzt wurde. Jetzt geht es mir so schlecht, dass ich nicht zum Training kommen kann. Abgemacht? Was soll das denn für ein Vorschlag sein? Ich bin doch gerade hergekommen, damit du zum Training gehst. Ist doch mal so, vielleicht ist das deine letzte gute Tat. Nichts da, du bewegst deinen faulen Hintern zum Platz. Welch ein Jammer, du bist ein richtiger Spielverderber, weißt du das? Ich dachte, wir wären Freunde. Aber jetzt wieder hinsetzen oder was, Freund? Was hast du mir da eigentlich eingebrockt? Ich bin schon ganz kaputt, ja, du bist ja aber aufgestanden. Faule Sau. Okay, wir müssen an ganz, ganz viele Erzbrocken kommen, denn ich will irgendwie das Amulett, ich will den Einhänder und ich will eigentlich verschiedene Rüstungen mir mal anschauen, um halt eben die beste da herausfinden zu können. Die beste ist höchst vermutlich die Drachenjägerrüstung. Ich weiß halt nur nicht, ob man die aus derer macht. Ich kann mir es vorstellen. Also ich glaube, wir können die drei hier verarbeiten lassen. Welche davon die beste ist, keine Ahnung. Vor allem würde ich gerne wissen, wie ich an so Rüstung überhaupt komme. Noch 21 Lernpunkte. Ruhm, Ehre, das ist mein Sold, ja. Standardgebrabbel von dem. Warte mal. Du hast deine Rüstung abgelegt? Ja, ich habe es nicht mehr ausgehalten, die gleiche Rüstung wie Raymond zu tragen. Wie konnte er uns nur so hinters Licht führen? Und ich habe ihm auch noch dabei geholfen, seine Pläne zu verwirklichen.
Du kannst nichts dafür. Niemand wusste darüber Bescheid. Da hast du schon recht. Trotzdem werde ich noch eine Zeit lang brauchen, um das alles zu verarbeiten. Aber das darf mich nicht davon abhalten, uns Banditen auf die Orks vorzubereiten. Dann mach das mal, Kyle. Ich schau mal, ob mir irgendjemand was erzählen kann bezüglich neuer Rüstung. Johnny vermutlich nicht. Der muss nämlich trainieren. Hector kann uns da auch nichts zeigen. Er auch nicht und Finn auch nicht. Und der Ivan auch nicht. Ne, dem ist nämlich nur langweilig. Die beiden Kasper da oben sind auch keine große Hilfe. Und Bogia will uns keine Tempelrüstung geben. Oder hatte ich eine? Nein, ich hab eine Zoom-Freihautrüstung, aber das ist ja. Ja, ist eine leichte Templerrüstung sogar, aber wir haben halt nicht genug Erzbrocken. Insofern. Vielleicht können wir ja aus der Zoom-Freihautrüstung auch was machen. Wenn wir denn die nötigen Erzbrocken dafür hätten. Sieht mich jemand? Jedenfalls nicht. Zu weit weg, hör doch auf. Sollen wir nach rechts? Sollen wir nach links? Rechts, links. Scheiß, die wandern. Sollen wir nach rechts oder nach links? Rechts, links, rechts, links, links. Offen. Drei. Stark. Ich finde es übrigens sehr cool gemacht. Was hattest du denn da drin zu suchen, Ach, hä? nix, 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 nix. Alles gut, alles gut. Ich finde es cool gemacht, dass man quasi jetzt so kurz vor, ich weiß nicht, ich schätze mal vor Ende des Spiels, nochmal eine zweite Währung einführt oder zumindest ein zweites Material für das, also dass man fa für fast alles, was Anrüstung, Ausrüstung angeht, benutzen kann, eingeführt wird. Das macht es nämlich viel interessanter, weil man hätte jetzt 20.000 Goldbrocken haben können, aber es wäre einfach sinnlos, weil man damit nichts anfangen kann. Jetzt haben wir fünf magische Erzbrocken. Und jetzt will ich mal schauen, ob man jetzt hier ein bisschen was bei dem anfragen kann. Hör mal, ich habe einige Erzbrocken. Kannst du damit schon mal was anfangen? Theoretisch ja. Was heißt hier theoretisch? Der Hammer, mit dem ich das letzte Mal etwas mit dem Erz verarbeitet habe, ist mir dabei kaputt gegangen. Damit kann ich auf keinen Fall mehr Waffen oder Rüstung bearbeiten. Und ich kann es mir jetzt auch nicht leisten, noch einen Hammer zu ruinieren. Und da sagst du mir erst jetzt, weißt du, wie umständlich es war, diese verdammten Erzbrocken zu bekommen? Tja, offen gestanden habe ich nicht damit gerechnet, dass du überhaupt genug davon auftreiben kannst. Aber da du es doch irgendwie geschafft hast und ich will gar nicht wissen, wie, soll ich dir jetzt auch noch einen neuen Hammer besorgen? Das ist deine Sache. Wenn du willst, dass ich dir etwas schmiede, dann brauche ich einen Hammer. Da gehst aber die üblichen Dinger nicht. Vergiss aber die üblichen Dinger, die scheitern ja recht schnell. Achso, ja, okay. Da brauche ich schon etwas Massiveres, wie diesen Orkhammer, den Olaf als Waffe verkauft. Achso, den soll ich jetzt auch noch kaufen. Das ist übrigens eine Quest Schmiedemagie. Rüstung verbessern ist zwar cool, aber ich will auch eine bessere Waffe. Ich meine, eigentlich machen wir machen gut Schaden. Unsere Waffe ist auch relativ ordentlich, aber trotzdem, mehr geht immer. Jetzt muss ich dem Penner da einen Orkhammer kaufen. Aber wie gesagt, Goldbrocken sind jetzt eh nur zweitrangig insoweit. Mal klar, man muss die ganzen Drachenwurzeln, muss man auf jeden Fall abziehen. Ja, aber ansonsten. Wo ist denn dein Orkhammer? Da, Orkhammer. 430, komm, keine Ahnung. Was, im Ektoplasma auch noch irgendwas machen können?
Die sind minimal unterschiedlich, die beiden Äxte. Das liegt doch auf der Hand. Ist das wirklich wahr? Kaufen wir mal noch ein bisschen Scheiß. Einige Probleme erledigen sich von selbst. So. Wir müssen dann auch nochmal bei den anderen Händlern gucken, was sie denn überhaupt noch haben als Waffen im Angebot. Also die Frage ist halt, der Einhänder, den wir kriegen können, wenn das denn der allerbeste Einhänder wäre oder sein mag, den es im Spiel gibt, wäre es eigentlich sinnlos, jetzt noch irgendwie einen Einhänder zu kaufen. Deswegen müssen wir uns das natürlich erstmal alles anschauen. Hey, du. Wie sich das entwickelt, was es überhaupt gibt. Und was nicht. So, hier, ich habe einen Orkhammer für dich. Das ist doch mal ein Hammer. Der geht mir so schnell nicht mehr kaputt. Hast du dich schon entschieden, was du haben willst? Noch nicht, aber jetzt... Nimm erstmal, ich speichere ab und probiere mal kurz aus. Da gucken wir nämlich mal an, was wir denn aus den Rüstungen so machen können. Hey, du. Verbessere meine Rüstung. Kein Problem, ich werde aber nur eine Rüstung von dir aufbessern, dass das klar ist. Ist nicht mein Lieblingsjob, weißt du? Du kannst mir nicht erzählen, dass du zwei Rüstungen gleichzeitig tragen willst. Okay, also die alte Rüstung wäre ausgeglichen. Für drei Erzbrocken. Die Sumpfhai-Rüstung plus physisch, minus magisch. Die Gardistenrüstung minus physisch und plus magisch. Und die Drachenrüstung plus physisch plus Feuer. Das heißt, wir müssen auf 6, auf jeden Fall auf 6 hinarbeiten. Aber wir gucken uns mal an, was aus den anderen wird. Verbessere diese Gardistenrüstung. Alles klar, dann sehen wir uns in, sagen wir mal, 2 Stunden. Dann sollte die andere Rüstung fertig sein. Toll, jetzt muss ich echt noch warten. Oh Mann. Ich wollte doch eigentlich... Wir dürfen ja nicht schlafen. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, das ist relativ klar, dass wir auf die Drachenrüstung hinarbeiten müssen. Hey, du. Denn die bringt nur Plus. Und noch dazu kostet doppelt so viel, also muss sie auch zwar nicht doppelt so gut sein, aber um einiges besser. Und jetzt, es ist schön, dass wir das alles aussuchen können. Das ist ja wunderbar. Erzschlachtklinge. Erzkriegsklinge. Erzdoppelaxt. Also Doppelaxt wäre... Aber ich glaube, die hat eine geringere Reichweite als die Erzkriegsklinge. Also ich würde auf die Kriegsklinge hinarbeiten. Das heißt, wir brauchen 12 Erzbrocken insgesamt. Und der Erzdolch hat sogar 120 Schaden. Erzschlachtaxt 130. Die schwere Erzkriegsklinge. Ich würde halt gerne wissen, wie die alle aussehen, aber so viele Erzbrocken kriege ich wahrscheinlich überhaupt nicht zusammen, dass ich hier die alle kaufen könnte. Lass dir ruhig Zeit. Zum Glück lauert draußen ja keine Horde blutrünstiger Orks. So, also. Ein Einhänder für 6. Beziehungsweise, warte mal, der hat doch einen Einhänder für 4. Den gucken wir uns auf jeden Fall mal an, kurz. Und ein, wie gesagt, der Einhänder für 6 wird geholt. Und die Drachenjägerrüstung für 6. Also 12 hey. Brauchen wir irgendwie. Ich hoffe, die 2 oder 3, es waren sogar 3, von der Nebenquest. Ich hoffe, die haben uns jetzt hier nicht das Spiel versaut. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Mach mir eine Erzschlachtklinge. Dann hast du also die Erzbrocken dafür. Hier hast du sie. Bei Eno so viel magisches Erz auf einem Haufen habe ich bisher noch nicht gesehen. Dann werde ich mir... Ach ja, wieder ein paar Stunden. Am besten morgen wieder. Ja, komm, nee. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Vielleicht können wir dann auch wieder schlafen, wenn wir irgendwie es hinbekommen haben, dass die Barriere länger hält oder sonst was, damit wir wieder schlafen können. Ansonsten ist es ein bisschen kräftezehrend. Zum Glück sehen wir ja die Werte. Wie gesagt, ich hätte halt gerne mir angeguckt, wie die Waffen aussehen, aber wenn es nicht sein soll, dann ist es halt nicht so. Dann soll es nicht so sein. Also, wie gesagt, ist relativ klar. Drachenjägerrüstung und 6 Erzbrocken für den Einhänder. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Es hat uns, glaube ich, auch 3 Erzbrocken gekostet. Die Nebenquest bezüglich der Schwarzmagierrobe und dem ganzen Kram. Und ich hoffe, dass wir quasi trotzdem wieder... Also ich hoffe, dass wir trotzdem auf 12 kommen insgesamt. Ich hoffe sogar auf noch mehr. Also ich hoffe sogar auf
mindestens mal 14 für das Amulett noch. Und das wäre uns ein bisschen ärgerlich. Das war doch schon vorher klar. So, wer eiert jetzt hier rum? Meine Meinung kennst du ja schon. Ah, hier, guck mal, der große Platz für die Fernkämpfer. Ah, das ist der Norik, wer auch sonst. Aber wie gesagt, der kriegt auf keinen Fall. Das ist es einfach nicht wert. Ich frage mich, ob die anderen, ich glaube es aber nicht, ne? Die anderen Truhen werden sie wahrscheinlich nicht wieder bestückt haben mit Kram. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Die 200 Flügel hat er, glaube ich, von uns. Das hab ich noch nicht gewusst. 6 Kronstöckel könnte ich kaufen, bringt nur leider nichts. Das liegt doch auf der Hand. Außer am Ort, das wäre aber echt tragisch, weil wir dann die ganzen Drachenwurzel schon gefuttert haben. Aber ich gehe nochmal zum zum Mortis, vielleicht hätte der ja, oder kann jetzt uns vielleicht sogar beibringen, andere Tränke herzustellen. Ich glaube es nicht, wie gesagt, ich habe das öfteren gehört, dass man einfach die Drachenwurzeln und Goblinbeeren so fressen sollte. Nee, der kann uns nichts beibringen. Und die anderen sind, glaube ich, sowieso nur über Rezept zu lernen. So, da ist der Corbin. Es fehlen übrigens alle außer Quentin, ne? Wir haben Mike gefunden, wir haben Marik gefunden und wir haben Tims Leichnam gefunden. Das können wir theoretisch alles schon mal dem Jackal berichten, wenn wir ihn sehen. Und nebenbei eben noch Quentin suchen. Ein bisschen was vom Lager haben wir ja noch nicht gesehen. Zum Beispiel die Taverne, da werden wir uns in der nächsten Folge mal explizit umschauen. Und auch die ganzen Leute, die davor trainieren, ansprechen, da werden wir vielleicht noch ein paar Quests und vielleicht auch ein paar Erzbrocken noch rausbekommen. Aus den Gesprächen und den daraus resultierenden Aufgaben und Aktionen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.